Auf YouTube sind derzeit ja Untergangsvideos sehr beliebt. In 2020 kommt der Bankencrash und ähnliche Titel liest man immer wieder. Es gibt seit jeher eine Faszination vieler Anleger für solche Prophezeiungen. Es liegt wohl auch in der Psyche des Menschen. Wir sind an der Börse von Gier und Angst getrieben. In diesem Video zeige ich euch, warum ihr euch davon auf keinen Fall verunsichern lassen solltet und warum die Rallye am Aktienmarkt gut noch viel, viel weitergehen könnte. Bis gleich. Seid gegrüßt, liebe Börsianer, willkommen auf meinem Aktienkanal. Ja, gestern bin ich in Sachen Passverlängerungen in der Gegend herumgefahren. Manchmal ist es etwas mühsam, wenn man als Deutscher in der Schweiz wohnt. Die Schweizer wollten meinen Ausländerausweis nicht verlängern, weil der Reisepass fast abgelaufen war. Und die Deutschen in der Botschaft in Bonn wollten meinen Reisepass nicht verlängern, weil der Ausländerausweis nur noch ein paar Tage gültig war. Also quasi das alte Henne-Ei-Problem. Also falls du zufällig Deutscher bist und in der Schweiz wohnst, kümmere dich rechtzeitig um die Verlängerung deiner Ausweispapiere. Sonst hast du viel Ärger. Und wenn wir gerade bei Nebensächlichkeiten sind, meine Palme, die ihr normal im Hintergrund seht, hat schlapp gemacht. Ich musste sie jetzt entfernen. Das ist schon die zweite seit Start des Kanals. Meine Frau hat vorgeschlagen, sie wollte nun eine Plastikpalme für mich besorgen. Das macht keinen Sinn mehr mit natürlichen Pflanzen bei meinem schwarzen Daumen. So viel dazu, nur weil ja immer der eine oder andere Kommentar ja von euch kommt, von wegen deine Palme verreckt schon wieder und ähnliches, dass ihr auch hier auf dem neuesten Stand seid. So, jetzt aber zum Thema. Ich habe versucht, die Zeit gestern, in der ich im Auto unterwegs war, zum Hören von verschiedenen Podcasts zu verwenden, zu nutzen. Es gibt übrigens einen sehr guten von meinem Kollegen Lars Eriksen. Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung dieses Videos. Und ich habe noch einen anderen Podcast entdeckt aus den USA. Und der heißt ganz simpel The Investors Podcast. Und da ging es unter anderem um ein Interview mit Bill Miller. Bill Miller ist einer der großen Fondslegenden in den USA. Der hat mit seinem Legg Mason Fund den S&P 500 15 Jahre in Folge geschlagen. Mehr dazu gleich. Zunächst als Einleitung für dieses Video mal ein Chart, den ich neulich in meinen Unterlagen gefunden habe, mit einem Kommentar von mir versehen. Eigentlich ganz unspektakulär. Es ist ein Langfristchart für den MDAX, und zwar von irgendwann Ende 2013. Damals hat man gerade eine gigantische Rallye gesehen an den Märkten und der MDAX war auf rund 15.000 Punkte gestiegen. Und ich hatte drüber geschrieben, MDAX, enorme Kursentwicklung, fast Vervierfachung seit 2009, Boommarkt, aber wie lange noch? Das heißt, das sind jetzt rund 5,5 Jahre vergangen. Wir haben die Euro-Finanzkrise gesehen, wir haben einen Blitzcrash erlebt, nachdem Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt worden war und schließlich eine ziemlich kräftige Korrektur im vierten Quartal letzten Jahres. Und wisst ihr was? Wisst ihr, wo der MDAX, also der Index, in dem die 60 wichtigsten börsennotierten deutschen AGs unterhalb der DAX-Werte notiert sind, wo dieser Index heute steht? Hier seht ihr mal den Chart dazu, bei exakt 25.610 Punkten, also nochmals mehr als 70% höher als damals, Krisen hin oder her. Und das, obwohl in dem Index durchaus viele Unternehmen drin sind, die Probleme haben aus dem Rohstoffbereich, aus dem Autozulieferbereich, aus dem Medienbereich. Trotzdem, unterm Strich hat der Index nochmal dramatisch zugelegt. Wie ist das möglich, fragt sich vielleicht der eine oder andere von euch jetzt. Erstens zum einen durch die allgemeinen Rahmenbedingungen, die wir einfach haben, die dafür sorgen, dass Aktien unterm Strich über ganz langfristige Zeiträume unfassbar stark gestiegen sind. Das globale Wirtschaftswachstum, eine sinnvolle, gute Notenbankpolitik, ein gutes Finanzsystem, insgesamt die Innovationskraft der nationalen Volkswirtschaften vor allem. Das alles sorgt dafür, dass die Unternehmensgewinne unterm Strich immer weiter gestiegen sind und damit auch die Aktienkurse, denn die folgen nun mal den Unternehmensgewinnen auf lange Frist. Aber es soll hier jetzt kein allgemeines Pro-Aktien-Video gehen. Ich will schon auf die aktuelle Situation eingehen. Und da haben wir seit der Finanzkrise sowas wie eine Goldilocks-Ökonomie. Liest mir einmal wieder Goldlöckchen-Wirtschaft, wörtlich übersetzt Goldilocks. Dieser Begriff stammt aus dem Märchen Goldlöckchen und die drei Bären. Und er bedeutet einfach, dass die Konjunktur sich in einem perfekten Zustand befindet. Sie kühlt nicht zu stark ab, es läuft aber auch nicht zu heiß. Es gibt Vollbeschäftigung, ökonomische Stabilität und stabiles Wachstum. Sie ist quasi warm genug, dass eine Rezession verhindert wird, aber andererseits läuft sie auch nicht so heiß, dass die Inflation ein Problem wird. Das heißt, die Teuerungsrate bleibt niedrig. Und im Prinzip ist so ein Umfeld perfekt für die Börse. Was dabei faszinierend ist und was im Prinzip für alle Experten neu überraschend kommt, ist, dass dieser Zusammenhang zwischen Konjunkturstimulierungsmaßnahmen der Notenbanken einerseits und der Inflation andererseits ausgesetzt zu sein scheint. Im Prinzip haben alle Ökonomen, auch die großen Börsenlegenden, wie zum Beispiel Warren Buffett,
prognostiziert und waren sich sicher, dass die extrem lockere Geldpolitik der Notenbanken, also das erstens immer weitere Absenken des Zinses in der Eurozone, sind wir ja schon seit ein paar Jahren auf Null jetzt, und auch das Aufkaufen von Staatsanleihen durch die Notenbanken selber, obwohl es ja eigentlich ja gar nicht deren Aufgabe ist, aber sie haben es halt trotzdem gemacht, dass in der Eurozone die Wirtschaft nicht absäuft, dass diese Geldpolitik dazu führen würde, dass die Inflation massiv ansteigt. Warren Buffett hat damals sogar wörtlich gesagt, wenn das, was die Notenbanken machen, nicht zu einer stark steigenden Inflation führt, müssen sämtliche VWL-Lehrbücher neu geschrieben werden. Nun, bisher sieht es so aus, als müssten diese Lehrbücher tatsächlich neu geschrieben werden, denn ein nachhaltiger Anstieg der Inflation ist weiter absolut nicht in Sicht. In der Eurozone ging die Inflation im Mai sogar wieder zurück, jetzt auf nur noch 1,2-1,3% gegenüber 1,8% im Vorjahr. Und solange das so bleibt, kann die Aktienrally munter weitergehen. Jetzt wird vielleicht der eine oder andere sagen, ja, aber was ist denn mit den Bewertungen? Sind die nicht viel zu hoch? Stimmt, einerseits richtig. Schaut man sich zum Beispiel das Schiller-KGV an, also das zyklisch adjustierte KGV für den S&P 500, kommt man hier auf einen Wert von im Moment 29,8. Ich packe euch auch unten in der Beschreibung mal einen Link zu dieser Seite rein. Da wird dieser Wert sogar alle 10 Minuten aktualisiert, ob das Sinn macht, sehen wir dahingestellt. Aber diese 29,8 liegen sage und schreibe 75% über dem historischen Durchschnitt von 17. Im vergangenen Jahr hatte Schiller-KGV sogar den früheren Rekordwert von kurz vor der Weltwirtschaftskrise aus dem Jahr 1928 erreicht. Und nur vor dem Platzen der Internet-Bubble Ende der 90er Jahre war dieses zyklisch adjustierte KGV noch höher. Aber das heißt doch, dass Aktien historisch betrachtet sehr teuer sind und für die kommenden 10 bis 15 Jahre entsprechend sehr niedrige Renditen zu erwarten sind. Korrekt. Genau das sagt das Schiller-KGV eigentlich aus. Die Krux an der Geschichte ist aber, dass dieser Chart auch etwas anderes zeigt. Nämlich, dass dieser Schiller-KGV nun schon seit den 90er Jahren fast durchgehend deutlich über dem historischen Mittelwert liegt. Nur ganz kurzzeitig während der Hochphase oder während der Hochkrisenphase der Finanzkrise war der Wert mal kurzfristig unter diesem historischen Mittel. Ansonsten nie. Mit anderen Worten, seit über 20 Jahren sind die Aktienmärkte jetzt überbewertet. Wahrscheinlich wollen die meisten von euch, die dieses Video anschauen, noch gar nicht so lange an der Börse investieren. Und Anleger, die nun wirklich nur auf diesen Index geschaut haben, die schauen im Prinzip seit 20 Jahren zu. Die haben ihr Geld in Cash und in der Zeit unfassbar hohe Kursgewinne verpasst. Das heißt, das kann ja auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Was also läuft hier schief? Und was übersehen die ganzen Untergangspropheten, die seit Jahren, ja seit Jahrzehnten jetzt den Crash herbeireden? Übrigens ganz kurz, ich werde auf diese Crash-Propheten auch am Samstag im Aktienreport eingehen und euch zeigen, wie sinnlos das ist, was diese Leute tun. Ich will ja wirklich niemanden persönlich bashen. Jeder hat seine Meinung, jeder hat seine Ansicht, aber es gibt ungelogen Leute, die gelten jetzt seit 1987 als Crash-Gurus, weil sie einmal den DAX-Crash vorhergesagt haben. Seither kommen die quasi jedes Mal aus ihren Löchern gekrochen, wenn es irgendeine Krise am Markt gibt und verkünden, dass wir vor einem neuen Crash stehen. Das ist vollkommen absurd. Mehr dazu, wie gesagt, am Samstag im Aktienreport einfach unten in der Beschreibung auf www.aktien-report.de klicken und ihr seid kostenlos mit dabei. So, was ist es aber nun, was diese Dauerpessimisten eigentlich übersehen? Im Prinzip ist ein wesentlicher Punkt. Man darf an der Börse niemals eine bestimmte Anlageklasse oder Assetklasse, wie man auch sagt, isoliert betrachten. Es macht keinen Sinn, sich einfach die Bewertungen von Aktien anzuschauen und zu sagen, Aktien sind jetzt gerade so hoch bewertet, also investiere ich nicht in Aktien. Nee, man muss die Aktienkurse und die Aktienbewertungen immer in Relation zu dem sehen, was andere Anlageklassen den Anlegern bieten. Und das ist im Moment sehr, sehr wenig. Es ist verdammt wenig. Es ist teilweise sogar weniger als nichts. Angenommen, ihr seid sehr konservative Anleger. Möchtet euer Geld zwar in den Finanzmärkten anlegen, also nicht auf dem Sparbuch, aber ihr möchtet es eben trotzdem sehr sicher anlegen. Und angenommen, ihr seid sogar bereit, es für einen Zeitraum von 10 Jahren wegzulegen. Schließlich heißt es ja immer, man soll langfristig anlegen. Und was ist wohl mit die sicherste Anlage? Zum Beispiel deutsche Staatsanleihen. Okay, dann habt ihr euch mal angeschaut, welche Rendite ihr bekommt, wenn ihr für euer Geld 10 Jahre laufende deutsche Staatsanleihen kauft. Es sind, haltet euch fest, minus 0,31% per annum. Das ist kein Witz. Das heißt, wenn ihr euer Geld in deutsche Staatsanleihen anlegt, das bedeutet ja, dass ihr dem deutschen Staat euer Geld leiht, damit dieser neue Schulden damit machen kann.
dann wird euer Geld zum Dank, in Anführungszeichen, weniger. Es verliert jedes Jahr 0,3% an Wert, ganz abgesehen davon, dass die Inflation, die ja zwar, wie wir vorher gehört haben, nicht hoch ist, aber immerhin auch bei über 1% liegt, die Kaufkraft eures Investments, wenn man es denn überhaupt so nennen kann, weiter auffrisst. Kein Privatanleger, der klar denkt, wird sein Geld so anlegen. Wenn es aber für diese festverzinslichen Anlagen so wenig oder gar keine Zinsen gibt, ob zum Beispiel beim Tagesgeld sind ja die Zinsen quasi bei Null, fließt das Kapital eben in die Märkte, wo es mehr Rendite gibt, nämlich in die Aktienmärkte. Und relativ egal, wie hoch dort die Bewertungen sind. Und ganz einfach gesagt, solange immer mehr Geld in die Aktienmärkte fließt, steigen auch die Kurse. Und ich muss jetzt nochmal Warren Buffett zitieren, der hat nämlich sinngemäß gesagt, wenn die Zinsen für festverzinsliche Papiere quasi bei Null liegen, können die Aktienbewertungen theoretisch ins Unendliche steigen. Es soll nur nicht heißen, dass die Aktienmärkte ewig steigen würden. Irgendwann wird es externe Einflüsse geben, die diese Goldilocks-Ökonomie zum Entgleisen bringen würden. Aber keiner weiß, was diese Auslöser sein würden und erst recht nicht, wann es passieren wird. Viele haben ja geglaubt, das wird durch Trump passieren. Bisher war das offensichtlich nicht der Fall. Damit bin ich jetzt wieder bei den Podcasts gelandet, die ich mir auf der Autofahrt gestern angehört habe, dem Interview mit Bill Miller, dem Staff-Manager. Der hat übrigens Warren Buffett auch, bezüglich des Zitats, das ich vorher genannt habe, recht gegeben. Und er hat noch einen anderen großen Fondsmanager zitiert, nämlich Peter Lynch, einer der bekanntesten Wachstumsanleger und erfolgreichsten Wachstumsanleger überhaupt. Und er hat nämlich auch einige ziemlich weise Dinge gesagt, zum Beispiel auch in der Geschichte der Finanzmärkte haben Anleger viel mehr Geld verloren, weil sie aus Angst vor Rezessionen ihre Aktien verkauft haben, als durch die Rezession selber. Denkt mal drüber nach, der Spruch ist sehr, sehr wahr. Und ihr habt ja gesehen, dass ich selber auch anfällig bin für eine solche Denkweise. Siehe den Chart von vorher, den ich euch gezeigt habe. Was also solltet ihr aus diesem Video mitnehmen? Zunächst mal, dass die Aktienmärkte in den nächsten 2 Jahren ihre Rallye locker nochmal fortsetzen könnten. Der MDAX ist in den letzten 10 Jahren um über 20% durchschnittlich per annum gestiegen. Der DAX wesentlich weniger stark. Hier gab es viele Unternehmen und gibt es viele Unternehmen, die sich in der Krise befinden. Da sind die Bewertungen teilweise extrem niedrig, sogar trotz der guten Rahmenbedingungen. Ich habe Bayer mal als Beispiel genannt. Und warum also soll dieser Markt nicht um weitere 50% steigen in den kommenden Jahren? Die Kollegen von Börse.de haben sogar errechnet, dass der DAX 2039 bei 100.000 Punkten landen wird, wenn die historischen Wachstumsraten sich fortsetzen sollten. Versteht mich nicht falsch, das ist keine Prognose oder sowas. Niemand kann sowas wirklich vorhersagen. Und nur weil es in der Vergangenheit so war, muss lange nicht heißen, dass es in der Zukunft auch so kommen wird. Ich will euch hier nur die Zusammenhänge aufzeichnen und Szenarien vorstellen. Niemand sagt, dass ihr sofort jetzt all euer Geld in Aktien investieren sollt. Aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass ihr wenigstens einen Teil eures Geldes in Aktien anlegt. Ihr lasst sonst mittel- und langfristig so viel Geld auf dem Tisch liegen. Und bitte, bitte hört nicht auf Crash-Propheten. Mit denen ist es so ähnlich wie mit kaputten Uhren. Die zeigen auch einmal pro Tag die richtige Uhrzeit, aber es macht trotzdem überhaupt keinen Sinn, sich danach zu richten. So viel dazu. Am Sonntag geht es hier auf dem Kanal mit einem neuen Video weiter. Das Thema lege ich kurzfristig fest. Ich bin sicher, ich werde was Interessantes für euch finden. Drückt einfach auf den Abonnieren-Button oben rechts und aktiviert das Glöckchen. Dann werdet ihr automatisch benachrichtigt, wenn das neue Video online geht. Vielleicht habe ich bis dahin auch schon eine neue Palme. Mal sehen. Ich danke euch auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit, dass ihr lange mit dabei geblieben seid. Ich bin Armin Brack. Bis demnächst. Ciao.